Ich bin etwa einmal im Rössli. Und gefällt es dir? Ja. Gell, ist es etwas anders geworden inzwischen als ja, vorher? Ja, also mir hat das Restaurant schon immer gefallen. Und seit Helga wieder da ist, gefällt es uns noch wieder ganz gut. Und wir sind hier gerne mit der Familie. Man kann mal allein rein. Man kann mit Freunden rein. Manchmal treffen wir Freunde spontan, hocken alle an den Tisch und haben ein super Fest immer. Also quasi deine Beizen werden. Ja, genau. Gut essen kann man auch. Fast jeder Wunsch erfüllt sie uns. Hoi, jetzt. Helga. Ja. Super. Also was Essen anbelangt. Ja. Bist du heute mal im Rössli? Ja, immer wenn sie da sind, kommen wir auch. Also ein richtig gesellschaftliches Zusammentreffen beim Rössli. Ja. Nein, ist cool da rein. Wir fühlen uns wohl, daheim da. Wir sind super, wie früher, wo Sens da waren. Ist wieder Leben reingekommen. Kodo und ich eigentlich nur wegen gerührten Eiskaffee und wegen Bananensplit. Und wegen gutem Fleisch. Hoi. Und wegen der Helga natürlich. Oh,
Helge, gell, man kennt dich vom Malbun. Jetzt bist du hier im Werdenberg. Wie gefällt es dir? Also ich bin ganz begeistert. Ich bin jetzt ein Jahr im Rössli Werdenberg. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich möchte den Gästen, die das ganze Jahr mit gekommen sind, ein Vergeltsgott sagen. Ich möchte ihnen danken. Was mir wichtig ist, dass die Leute wissen, es gibt von der Bratwurst bis zum Rindsfilet alles. Ich habe gerne, wenn die Arbeiter kommen, wenn alle kommen, die sich dahin wohlfühlen. Wir sind ein gewöhnliches, urchiges Beizle. Ich würde mich freuen, wenn es einen schönen Stammtisch gibt, wo ein bisschen politisiert wird, wo man ein bisschen schwätzt miteinander, wo man auch singen tut. Wir haben sehr, wie ihr heute sagt, sehr viel mit Musik zu tun. Und ich freue mich einfach, auch in der Terrasse draußen haben wir Frühschoppen im Sommer. Und es freut mich, ob die Liechtensteiner und die Schweizer, dass sie hier an im Rössli zusammentreffen. Das finde ich auch super, gell? Jetzt könnt endlich auch wieder mal Liechtensteiner her, gell? Und dann muss man sagen, günstige Preise, oder? Genau, um das geht es. Es muss für jeden erschwinglich sein. Und die Rasse, die liefern wir dann noch, gell? Also in dieser Reportage können wir sie zeigen. Es ist jetzt natürlich ja, Anfang März, also geht es noch nicht. Aber nachher natürlich auch ein Pischu, gell? Das Rössli ist ein Pischu, auch von diesen Sälen her. Man muss selber vorbeikommen, oder? Das ganze Holzwerk, ja, das hier ist wirklich phänomenal. Es ist wirklich für jeden etwas. Ob, wie gesagt, egal ob es ein ganzer Noblen ist oder ein Arbeiter wie ich bin. Es ist für jeden irgendetwas da. Und ich freue mich, wenn wir den Gartenwirtschaft präsentieren. Und ich hoffe, wir könnten es dann gerade machen, wenn wir einen Frühschoppen machen. Wir machen einmal im Monat einen Frühschoppen. Und dann kann man das gerade miteinander ein bisschen schauen, wie das ist. Hast du immer so viel Servierpersonal? Weißt du, es sind ja 43 Leute gewesen und jetzt ist das ratzfatz gegangen. Gell? Nein, es ist so. Ich habe normal zwei Servierpersonal. Das andere ist mein Lebensgefährte, der da ist, der mir ab und zu hilft. Das junge Mädchen ist seine Tochter. Und wenn er so eine Sache da ist, dann schaue ich, dass die Leute schnell gut bedient werden. Und die kommt mir zu lieben. Und jetzt hast du 43 Leute dort im Saal drin, dann hast du hier natürlich noch Gäste und so weiter, und dann alle Garten musst kochen und ja, so. Also da kriegt man alles auf die Das Reihe. Ist überhaupt kein Problem. Also ich mache bis 20 Gäste mache ich alle Karte. Ist kein Problem. Ab 20 bin ich froh, wenn man ein Menü bestellt. Und ich mache vom Rössigen bis zum Schweinfleisch alles, auch am Fisch. Oder wenn wir Sonderwünsche haben, können die Leute auf mich zukommen. Ich mache noch, was sie wollen. Und eben, was mich einfach auch freut, früher haben wir dann ein bisschen gehabt, Liechtenstein, Schweiz, das war ein Austausch. Und ich glaube, da könnte wieder ein Treffpunkt sein. Also, unsere Beiz im Werdenberg könnte auch wieder für Liechtensteiner attraktiv sein, oder? Ich habe das sehr, ich habe am 15. August letztes Jahr bei unserem Fürstenvier, habe ich die Terrasse Fürstenvier im Werdenberg und die Terrasse war voll. Hälfte Liechtensteiner, Hälfte Schweizer. Und am Schluss sind alle benannt gehockt und man hat gesungen miteinander und frei gehabt. Das ist mein Ziel. Seckenberger, wie gefällt dir das als neue Rössli? Ja, also wir sind jetzt ein paar Mal da gewesen und Helga macht das ganz gut. Ist wieder ein bisschen Surchiges, gell? Ja, das ist natürlich jetzt... Ja, gut, vorher bin ich nicht so viel dahin gewesen. Ja. Und jetzt ist natürlich eben preisgünstig und urchig gut. In dem Fall kommt schon jemand mal her, auch wenn es keine Musik gibt. Ja, heute sind wir per Zufall noch vorbei und haben jetzt gerade reserviert für einen Sonntag. Warum denn? Gibt es solche speziell zum Sonntag? Ja, man muss den Bruder mal einladen. Und
Und die Freundin vom Bruder kommt vom Uhren. Ich denke, müssen wir das denen noch mal zeigen. Ich war auch nicht viel da hinten, aber seit jetzt Helga da ist mit dem Personal und der Heinrich, wo er immer hilft. Dem gefällt er wieder, ja? Ja, ja. Er ist wirklich super, nein, ist schön. Sam ist mir aufgefallen, gell? Wie der rumläuft. Gell? Ja, das Chili, das er alle anhat und wirklich pflegt. Und es passt ein bisschen, das neue Rechen. Ja. Und es passt doch das neue Rösli zu unserem Werdenberg, gell? Ja, wohl, das ist super. Servieren finde ich eine sehr schöne Arbeit. Man kann den Leuten etwas zu lieb tun. Und unsere Gäste sind sehr angenehme Gäste. Und ich schätze das. Das Rössli war ja früher so etwas anders. Was ist jetzt neu beim Rössli? Neu beim Rössli ist, dass wir für alle Gäste offen sind. Für die, die etwas ganz Gediges essen möchten. Aber ebenso für die, die etwas ganz Normales, Bürgerliches haben möchten. Und das ist eben fein. Und es wird alles frisch, super, fein gemacht. Und dann haben wir auch Event, gell? Also die Leute gehen mit, sie haben einen Plausch, gell? Ja, es ist eben schön beim Servieren, wenn man sieht, wie die Leute mitgehen. Wie sie sich freuen an der Musik, am feinen Essen, am gemütlichen Zimmer hocken. Und ich habe ja festgestellt, du bist Schreiner, gell? Und jetzt als Messmer tätig. Aber irgendwie hast du einen riesigen Plausch an dem, gell? Ja, das Rössli ist natürlich für mich als Schreiner ein wunderschönes Beizle. Es ist heimelig in der Gaststube, ganz ein schönes Stübli haben wir, ein gemütliches und einen wunderschönen Saal. Coming for the cherry tree.
Applaus.